Wir waren in der Originell-Wagner-Produktion und zeigen euch jetzt, wie eure Tiefkühlpizza entsteht. Erstmal mussten wir uns in so coole Outfits schmeißen. Also ich fand, ich sah richtig gut aus. Nach ein paar Sicherheitsvorkehrungen waren wir auch schon in der Produktion. In der ersten Station werden eure Pizzen in Form von Teigklumpen ins Rennen geschickt. Hier hat jeder Teigklumpen seinen eigenen Poporutscher bekommen. Und das Wettrennen kann losgehen. Bisschen Stampf-Stampf, dass die Pizza auch in Form kommt. Das sieht doch schon mal gut aus. Und weiter geht's. In der Boxengasse wird auch schon hart gearbeitet. Gut, den nehme ich vielleicht für zu Hause mit. Auf der Zielgeraden wird nochmal ordentlich Tomatensoße getankt. Was darf auf einer Pizza auf jeden Fall nicht fehlen? Ganz viel Käse. Hier ging's schon Richtung Ziel. Die Salami-Pizza ist der Favorit und wird heute auf jeden Fall das Rennen machen. Perfekt wäre, wenn dieses Band jetzt einfach in unseren Kühlschrank fahren würde. Eine Pizza mehr oder weniger fällt bestimmt nicht auf. Und die Menge tobt, die Sieger kommen ins Ziel. Stine wollte natürlich das Rennen wieder stören. Und die Sieger standen fest. Aus Sicherheitsgründen habe ich sie empfangen. Wir waren in der Originell-Wagner-Produktion und zeigen euch jetzt, wie eure Tiefkühlpizza entsteht. Erstmal mussten wir uns in so coole Outfits schmeißen. Also ich fand, ich sah richtig gut aus. Nach ein paar Sicherheitsvorkehrungen waren wir auch schon in der Produktion. In der ersten Station werden eure Pizzen in Form von Teigklumpen ins Rennen geschickt. Hier hat jeder Teigklumpen seinen eigenen Poporutscher.